Liebe Ina, dieses systemische Kaffeehaus findet zu deinen Ehren statt. Es ist dem gewidmet, was du diesem Haus in deiner gesamten Zeit als amtierende Direktorin und mir ganz persönlich seit über 8 Jahren warst. Es ist für mich also nicht dem Abschied von dir gewidmet, sondern dir. Das ist für mich ein himmelhoher Unterschied. Wir haben uns alle dieses Kaffeehaus ganz anders vorgestellt. Die Bedingungen, unter denen wir aufgrund der Präventionsmaßnahmen seit einem Dreivierteljahr so gut wie alles verändert haben, was uns wichtig ist, in unseren Begegnungen, in unserer Arbeit und in unserer neugierigen Entdeckung der Welt im konkreten und im symbolischen Sinn, haben auch diesen Festakt bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Über das Weglassen, Ernst und Freude des Verzichtens ist nicht mein Thema, auf das ich von einem Standort der Fülle aus hinzeige. Der Mangel, den ich in der Kontaktarmut seit einem Dreivierteljahr erleide, mal mit größeren, mal mit kleineren Schmerzen, hat ganz und gar nach mir gegriffen, hat keinen Lebensbereich, der mir wichtig ist, ausgespart, hat mich auch in den Vorbereitungen meines Vortrags ereilt. Über das Weglassen sprechen und über den Mangel, während einen beides ereilt, ist etwas ganz anderes als von einem Beobachterinnenstandpunkt der Fülle aus. Das hätte ich deutlicher nicht spüren können. Andererseits, liebe Tina, das ist auch an dich gerichtet, unser didaktischer Leitspruch, nur was man am eigenen Leib spüren kann, führt zur Erkenntnis. Aber nicht alles, was man am eigenen Leib erfährt, ist einem deshalb gleich eine willkommene Erkenntnis. Und ich für meinen Teil bin nicht dankbar darüber, dass sich das Nachdenken über das Weglassen unter den Bedingungen des Weglassenmüssens ereignet und das Sprechen über den Mangel im Kontext eines Mangels stattfinden muss. So aufgelegt dieser Einstieg jetzt natürlich durch die gegebenen Umstände der Covid-Situation war, so billig erscheint er mir gleichzeitig als Einleitung und Einladung in mein Thema. Zur Unaufhebbarkeit des Mangels über Fülle und Leere. Und ich ermögliche mir, auf den Tisch hauen darf ich nicht, wurde mir gesagt, wegen des Mikros. Und ich ermögliche mir nun ein kurzes Gefühl ohnmächtiger Renitenz, indem ich nun darauf bestehe, mir bei meinem Einstieg ins Thema nicht von den gegebenen Umständen in die Suppe spucken zu lassen und meinen Vortrag beharrlich ganz anders zu beginnen. Nämlich so, wie ich ihn ursprünglich geplant hatte, als noch niemand etwas von einer bedrohlichen Pandemie und ihren zersetzenden Präventionsmaßnahmen ahnte. Ich verzichte also nicht auf meinen bereits im Februar entworfenen Einstieg in meinen Vortrag. Beginne nicht mit dem Fokus auf die gegebenen Bedingungen, sondern ganz anders, liebe Ina, nämlich mit dem ungeteilten Fokus auf dich. Hatte und habe nur dich im Blick, wenn ich nun meinen Vortrag eröffne. Zur Unaufhebbarkeit des Mangels über Fülle und Leere. Liebe Ina, du hast mich in all meinen Kaffeehausvorträgen, dies ist mein 15., durch deine Anwesenheit immer angefeuert. Du hast mir nicht nur deine Aufmerksamkeit geschenkt, wenn du mir vom Auditorium aus zugehört hast, sondern auch deine unübersehbare Neugier auf und deine aufrichtige Bewunderung für das, was ich zu sagen hatte. Und vor allem hast du mich mit deiner Überzeugung beschenkt, dass ich etwas zu sagen habe. Und wenn ich diesen Blick von dir auf solche Weise auf mir rumgespürt habe, und beileibe nicht nur in den systemischen Kaffeehäusern, konnte ich mich auch, zumindest momenthaft, so sehen, wie du mich siehst. Und das gehört zu den größten Geschenken, die du mir gemacht hast. Du hast mich damit beflügelt und angespornt und damit meine Entwicklung und meine Motivation, mich zu entwickeln, maßgeblich angefacht und gefördert.
konnte wachsen unter diesem Blick, ohne je das Gefühl zu haben, du verfolgst einen versteckten eigenen Plan, der vorsieht, wo etwas wachsen darf und wo etwas doch lieber weggeschnitten werden sollte, weil ich als dieses oder jenes Pflänzchen besser in den Garten passen würde, den du dir wünschst. Du hast dich über mein Wachstum einfach gefreut, so wie es war. Eine kostbare und gedeihlichere Erfahrung hättest du mir nicht ermöglichen können. Ich danke dir aufrichtig dafür. Du hast mir in deiner großzügigen Art aber auch eines zu verstehen gegeben. Evelyn, du musst nicht in einem einzigen Vortrag alles sagen, was du weißt. Du hättest das nie so gesagt. Diese Schroffheit ist dir ganz fremd. Du hast es verstanden, deine Weisheit in so liebevolle Lektionen zu kleiden, dass sie nie zu einer erteilten Lektion, sondern immer einer geteilten Erfahrung wurden, in der nicht nur mein Bedürfnis gehört zu werden, sondern auch mein Bedürfnis Orientierung zu finden geworden war. Ich will dir und euch und Ihnen allen an Ihren elektronischen Geräten also heute beweisen, dass ich aus deiner Lektion, nicht all mein Wissen in 45 Minuten zu packen, gelernt habe. Freuen Sie sich aber nicht zu früh, ich bin noch nicht ausgelernt. Der Versuchung, alles zu sagen, was ich weiß, und das in 45 Minuten, erliege ich noch immer. Du siehst, Ina, ich brauche dich auch noch in Zukunft und es lässt sich mit deiner Pension sicherlich vereinbaren. Wirf also bitte auch in Zukunft immer wieder deinen Halt und Orientierung gebenden Blick auf mich. Ich werde heute also nicht alles sagen, was ich weiß. Und Sie, das weiß ich auch, werden es mir danken. Und damit, Sie haben es bestimmt schon bemerkt, sind wir bereits mitten im Thema meines Vortrags und schon lange nicht mehr nur im Einstieg. Wieso kann man eigentlich nie alles sagen, was man weiß? Selbst wenn man länger Zeit hat als 45 Minuten. Wieso ist diese Fülle, all mein Wissen, nie zur Gänze auszubreiten? Wieso ist diese Fülle nie in ihrer ganzen Fülle zu genießen? Warum bleibt immer ein Rest? Warum bleibt immer ein Mangel, etwas, was noch hinzugefügt werden müsste, damit die Fülle voll ist? Sigrid, dir habe ich die wundervolle und kluge Geschichte zu verdanken, die ich euch und Ihnen jetzt vorlesen möchte. Liebe Tina, dass ich dich dabei im virtuellen Auditorium anwesend weiß und deinen Blick von dort aus spüren kann, beflügelt mich, diese Geschichte zumindest halb so gut vorzulesen wie du, als du sie in unserem Lehrgang schon einmal vorgelesen hast. Liebe 35erinnen und 35er, die ihr vielleicht irgendwo im Äther auch anwesend seid und zuhört, ich stelle mir jetzt auch eure neugierigen und entspannten Gesichter vor, mit denen ihr schon einmal dieser kurzen Geschichte gelauscht habt. Sie stammt von Martin Auer aus seinem weisen Kinderbuch, was niemand wissen kann, seltsame Verse und sonderbare Geschichten. Und sie geht so. Komisch, sagte Kim. Was ist komisch, fragte ich. Dass man wissen kann, was man nicht weiß. Hä? Man sagt nicht hä, man sagt wie bitte. Wie bitte, sagt man in der Schule, bei der Prüfung, wenn man die Frage eh genau verstanden hat und nur Zeit schinden will. Wenn ich wirklich erstaunt bin, sage ich, hä, sagte ich. Ich meine, ich weiß, dass ich nicht weiß, wie viele Sterne es gibt oder wie die Hauptstadt von Madagaskar heißt. Und das finde ich komisch, dass ich wissen kann, was ich nicht weiß. Ja, ich weiß noch was Komischeres, dass du nämlich gar nicht weißt, was du weißt. Hä? Sagte Kim. Siehst du? Ha! Was heißt das? Ich weiß nicht, was ich weiß, sagte Kim, ohne auf meine höhnische Bemerkung einzugehen. Na, denk einmal nach. Was weißt du alles? Ich? Ich weiß eine ganze Menge. Ich weiß zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mir fällt sicher nicht alles ein. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, ich weiß wirklich gar nicht, was ich alles weiß. Manchmal, wenn ich ein Kreuzworträtsel auflöse, glaube ich, dass ich irgendein Wort nicht weiß. Und dann fällt es mir doch ein. Und dann sage ich zu mir, ich habe gar nicht gewusst, dass ich das weiß.
Aber ich weiß noch was. Ich weiß, was niemand wissen kann. Das gibt's nicht. Wenn es niemand wissen kann, dann kannst du es auch nicht wissen. Ich kann es dir aber beweisen. Niemand kann wissen, dass er nicht über sich nachdenkt. Das verstehe ich nicht. Es ist ganz einfach. Wenn jemand über sich nachdenkt, dann wird er wohl draufkommen, dass er über sich nachdenkt. Er kann höchstens glauben, dass er nicht über sich nachdenkt, aber wissen kann er es nicht. Denn wissen kann man nur, was wahr ist. Aber jemand, der nicht über sich nachdenkt, der kann auch nie draufkommen, dass er nicht über sich nachdenkt. Also kann niemand wissen, dass er nicht über sich nachdenkt. Dann kann jemand, der ganz dumm ist, auch gar nicht merken, dass er dumm ist, sagte Kim. Ich glaube, um zu erkennen, dass man dumm ist, ist schon ein gewisses Mindestmaß an Gescheitheit notwendig. Oder wenn jemand merkt, dass er dumm ist, ist das schon der erste Anfang zur Gescheitheit. Es hat einmal einen Weisen gegeben, der hat Sokrates geheißen. Der hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Sehr bescheiden, sagte Kim. Sie merken schon, die gesamte abendländische Epistemologie ist nur noch eine Fußnote zu diesem Gespräch zwischen zwei Kindern. Aber lassen wir zur Ehrrettung der Erwachsenen zumindest einem Erwachsenen noch die Chance, auch etwas Gescheites dazu zu sagen. Und Sie können dabei schon ganz heimlich mitdenken, was das mit Fülle, Leere und der Unaufhebbarkeit des Mangels zu tun hat. Ludwig Fleck, ein Mikrobiologe, Immunologe und Erkenntnistheoretiker, hat im Jahr 1935 in seinem sehr lesenswerten Artikel über die wissenschaftliche Beobachtung und die Wahrnehmung im Allgemeinen eine bemerkenswerte Feststellung gemacht und daran anschließend einige fundamental bedeutsame Fragen gestellt. Er schreibt, 1935, bis vor kurzem herrschte unter den Naturwissenschaftlern uneingeschränkt die Überzeugung, die in dem Satz Poincarés ausgedrückt ist. Wenn ein Forscher über unendlich viel Zeit verfügte, genügte es ihm zu sagen, schaue, aber schaue gut. Aus der Beschreibung seiner Beobachtungen aller Ereignisse sollte sich das ganze Wissen erschließen. Und Fleck stellt nun fest, in einer solchen Meinung steckt eine Reihe heute, 1935, heute bereits unmöglicher Voraussetzungen. Daraus ergeben sich für diesen Vortrag nur einige von mir ausgewählte Fragen, die Fleck stellt. Hat es einen Sinn, von den Beschreibungen aller Ereignisse zu sprechen, als ob diese Beschreibungen grundsätzlich immer addierbar wären, als ob sie alle zusammen unbedingt eine irgendeinen gewissen Sinn darstellende Ganzheit ergäben? Hat der Ausdruck alle Ereignisse einen Sinn? Hat überhaupt der Begriff das ganze Wissen oder ein allgemeines Wissen Sinn? Ist ein isolierter Forscher möglich, selbst wenn er über unendlich viel Zeit verfügte? Das Problem der Beobachtung, darüber wissen Sie als Systemikerinnen und Systemiker ja alle Bescheid, schien, so schreibt Fleck, den Physikerinnen im 19. Jahrhundert bedeutend einfacher, als es sich heute darstellt. Auch dieses heute ist 1935. Er schreibt, man urteilte zum Beispiel, dass die Beobachtung grundsätzlich keinen Einfluss auf den Zustand des beobachteten Gegenstandes hat. Heute, 1935, folgt aus der Quantentheorie, dass jede Beobachtung atomarer Phänomene Einfluss auf ihren Ablauf ausübt. Sie wissen das natürlich alle. Ich rufe es an dieser Stelle nur unter Bezugnahme auf Ludwig Fleck in Erinnerung. Dann schreibt er etwas sehr Schönes. Er schreibt, man muss erst lernen zu schauen, um das wahrnehmen zu können, was die Grundlage der gegebenen Disziplin bildet. Stellen Sie sich jetzt durchaus Praktikerinnen und Praktiker verschiedener Therapieschulen vor, aber auch, wie Fleck, Naturwissenschaftlerinnen, die durch ein Mikroskop schauen, Unfallchirurginnen, die ein Röntgenbild, Gynäkologinnen, die ein Ultraschallbild betrachten und dabei etwas sehen. Man muss, sagt Fleck so richtig, eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Geschicklichkeit erwerben, die sich nicht durch Wortformeln ersetzen lassen.
Angesichts dessen ist ein vollständiger, axiomatischer Aufbau des Wissens unmöglich, weil keinerlei Worte noch Sätze ausreichen, seinen ganzen Inhalt wiederzugeben. Ein solcher Aufbau ist nur dem Fachmann, wir würden heute ergänzen, auch der Fachfrau, verständlich, dem Laien aber nicht. Die Notwendigkeit, den Fachmann vom Laien zu unterscheiden, die Notwendigkeit einer gewissen Erfahrung und die Notwendigkeit, eine gewisse Geschicklichkeit zu erwerben, führen einen grundsätzlich alogischen Faktor ins Wissen ein. Und das will er nämlich damit auch sagen, auch logische Wissenschaften entkommen bei aller Rationalität, dem subjektiven Alogischen nicht. Sehen heißt, sagt Fleck darum so richtig, im entsprechenden Moment das Bild nachzubilden, das die Denkgemeinschaft geschaffen hat, der man angehört. Und Fleck fasst ein Beispiel wunderbar ins Wort. Er schreibt, noch krasser tritt die Notwendigkeit, spezifisch zu Schulen gewisse Gestalten wahrzunehmen, zum Beispiel in der Dermatologie hervor. Ein Laie auf diesem Gebiet, der irgendwo anders sogar ausgezeichnet beobachtet, sagen wir ein Fachmann in der Bakteriologie, unterscheidet und erkennt Hautveränderungen nicht. Er hört zumindest anfangs, das finde ich jetzt sehr schön, den Beschreibungen der Dermatologen wie ausgedachten Märchen zu, obwohl der beschriebene Gegenstand vor ihm steht. Und wenn Sie sich jetzt an das Märchen von Martin Auer erinnern, dann merken Sie, Märchen und Naturwissenschaften sind einander aus der Perspektive der Märchen ähnlicher als aus der Perspektive der Naturwissenschaften. Wenn Sehen also heißt, im entsprechenden Moment das Bild nachzubilden, das die Denkgemeinschaft geschaffen hat, der man angehört, dann folgt daraus so Fleck. Unmöglich ist ein isolierter Forscher, unmöglich ist eine ahistorische Entdeckung. Und zweitens, das wird dir gefallen, Ina, das Denken ist eine kollektive Tätigkeit, wie der Chorgesang und das Gespräch. Wissen ist also immer mit Wissen. In einem sozialen Sinn, also als eine immer gemeinschaftlich praktizierte Tätigkeit. In einem ethischen Sinn, wie Monika Brettenthaler das im letzten systemischen Kaffeehaus so anschaulich am Begriff des Gehwissens verdeutlicht hat. Und in einem hermeneutischen Sinn, des Mitwissens von etwas, das noch nicht explizit aufscheint, aber schon implizit da ist. So weit, so gut. Ihnen als Systemikerinnen und Systemiker leuchtet dies ja alles ein. Und Sie konnten bestimmt ganz nebenbei mitdenken, was das nun alles mit Fülle, Leere und der Unaufhebbarkeit des Mangels zu tun hat. Worauf sind Sie gekommen? Für mich stellt sich der Zusammenhang jetzt so dar. Vollständigkeit ist ein Merkmal und eine Möglichkeit ausschließlich in einer Logik der Quantifizierbarkeit. In der Logik des lebendigen Lebens, wie es sich prozessual organisiert und reorganisiert, ist Vollständigkeit unmöglich. Lebendigkeit ist ein unerschöpflicher, im wahrsten Sinne des Wortes, Prozess. Nämlich im Sinne eines unausgesetzten, sich selbst Schöpfens des Lebens, in zyklischen Prozessen von Entstehen und Vergehen. Ein unausgesetztes Werden also, in unauflöslicher wechselseitiger Bezogenheit und Angewiesenheit aufeinander. Kein Leben existiert isoliert. Leben prozessiert immer Leben. Leben beruht auf den Prinzipien des Begehrens der Fortexistenz. Und begehrt werden kann nur, wo etwas fehlt, also Mangel da ist. Da Begehren oder Verlangen dem Leben als sich organisierendes Prinzip immanent ist, Begehren und Verlangen unserem Dasein also immanent sind, ist folglich immer auch Mangel, eine existenzielle Dimension. Und darum und in diesem Sinn lässt sich von der Unaufhebbarkeit des Mangels sprechen. Poetisch drückt dies der Biologe Andreas Weber aus, ein Schüler Francesco Varelas. Er schreibt so schön: Du
Durch diesen existenziellen Lebenswunsch ist die Welt der Organismen keine neutrale Bühne, sondern tief durchtränkt von Werten und Bedeutung. Deren Prinzipien, das Begehren der eigenen Fortexistenz, die Sichtbarkeit dieses Lebenswunsches als gefühlsmäßiger Ausdruck und die notwendige Gegenwart fremden Lebens, um das eigene leben zu können, bilden die Grundregeln der Sehnsucht, nach der die lebende Materie zur Entfaltung drängt. Der Lebenswunsch ist kein Programm, sondern ein von der Materie ausgehendes und die Materie strukturierendes Begehren. Ein Wesen und schon die simpelste Zelle ist dieses Verlangen. Diese Subjekthaftigkeit verleiht der Natur den Charakter einer Psyche. Ihr Seelisches ist keine Metapher. Es ist keine Projektion aus dem Symbolvorrat unserer Kulturgeschichte und kein willkürlicher Einfall, sondern die innere Seite, die existenzielle Seite ihres biologischen Funktionierens. Es ist ihre Erotik. Es ist schlicht der vibrierende Charakter des Lebendigen, der sich als Individuum realisiert, als Selbst, dem jede Begegnung in der Welt etwas bedeutet und dem daher nichts als neutrale Information erscheint, sondern alles von Gefühl gefärbt. Aus existenzphilosophischer Perspektive lässt sich mit Norberto Alvaro Espinosa die Unaufhebbarkeit des Mangels folgendermaßen argumentieren. Espinosa fasst das Leben als sich selbst ständig schaffender und hervorbringender Prozess ins Wort vom Diffusivum sui. Das Leben ist das Sich-Ausbreiten seiner selbst. Das, was sich ausbreiten und verschenken will. Es kann gewissermaßen nicht anders oder besser kann nichts anderes als sich verbreiten. Leben kann also, anders gesagt, nicht bei sich selbst bleiben, woraus sich der Reichtum, das sich verschenken, und gleichzeitig der Mangel, das Aufsuchen dessen, was noch nicht ist, ergeben. Reichtum und Mangel fallen also auch aus lebensphänomenologischer Perspektive in eins und aus ihnen resultiert die ständige Bewegung des Lebens. Entstehen, vergehen? Leben ist ein dynamischer Prozess und er ist es aufgrund dieser Gleichzeitigkeit von Reichtum und Mangel, von Fülle und Leere. Espinosa schreibt: Die sogenannten geistigen Akte sind nicht die einzigen Akte des Geistes, wenn gilt, dass Bedürfen, Begehren und so weiter auch, und zwar früher, zum Wesen des Geistes gehören. Die sogenannten geistigen Akte sind Akte eines Wesens, das nicht nur bei sich selbst sein kann, sondern auch zur Welt transzendieren kann. Die Transzendenz ist ein Zeichen des Reichtums des Lebens. Jetzt kommt ein unglaublich schöner Satz. Je reicher ein Leben ist, desto mehr kann es anderes als sich selbst verlebendigen. Das Leben ist Diffusivum sui. Tragisch wäre mithin, wenn das Leben die ganze Welt gewänne und sich selbst verlöre. Im menschlichen Geist gibt es zweierlei Geschichten, nämlich die Geschichte als die Tätigkeit des Lebens ad extra und die andere Geschichte, die von Henri hervorgehobene innernarrative Historialität. Die Geschichte ist die dokumentierte öffentliche Geschichte des Menschen. Die Historialität ist, was in unserem Innern als Immanenz geschieht, während wir auf die Welt gerichtet sind. Die andere Geschichte ist unser in Vergessen geratenes, verdrängtes, verunstaltetes Leben. Dieses geheimnisvolle, ununterbrochene Werden, dieser autopoietische Prozess des sich selbst Schöpfens des Lebens, ergibt sich aus der Selbstgegebenheit des Lebens, dem Pathischen, womit ich hier sagen will, das Leben ist den Lebewesen gegeben. Sie sind also passiv Empfängerinnen des Lebens und gleichzeitig die, die dieses passiv Empfangene ständig aktiv übersteigen. Daraus ergibt sich diese asynchrone Gleichzeitigkeit von Fülle und Mangel oder anders gesagt, das passive Empfangen des Lebens erklärt dessen Qualität als Leidenschaft. Das Passiv ist in der Grammatik ja bekannterweise die Leidensform. Als Bedürfen
Begehren und Verlangen, dem seine aktive Qualität, unser Tun und Anstrengen entspringt. In den Worten Spinozas, die Idee des Pathos als reines Werden, Passivität oder Passibilität, ist genau das Gegenteil der Idee der Aktivität oder Freiheit, die zu einem Zentralbegriff beim Selbstverständnis des modernen Menschen geworden ist. Im Werden sind 5 Momente zu unterscheiden, deren Zusammenhang die Geschichte oder Historialität des Lebens bildet. Es sind dies Bedürfen, Begehren, Verlangen, Anstrengung und Tun. Wessen bedarf das Leben? Seiner selbst. Was begehrt das Leben? Es selbst. Was verlangt das Leben? Sich selbst, da ein sich empfangendes Leben wie das unsere ohne ein ständiges Bedürfen nicht vorstellbar ist. Das Bedürfen macht sein unmittelbares Wesen aus. Weil das Wesen seiner selbst bedarf, deshalb begehrt es sich. Man könnte dieses Bedürfnis als ein Zeichen eines Defizits oder Mangels interpretieren. Das wäre der Fall, wenn wir den Menschen in der Welt, und das bedeutet als transzendierendes Wesen, betrachten. Denn man interpretiert allgemein die Transzendenz als ein Mittel zur Vervollkommnung eines in sich mangelleidenden Wesens. Aus seiner Immanenz her gesehen ist das Leben allerdings nicht defizitär. Im Gegenteil ist das Bedürfnis ein Zeichen dafür, dass das Leben ein Voraus oder ein Mehr ist, welches nicht nur nie enttäuscht wird, sondern in seiner Selbstgebung immer auch als das Verlangen seiner selbst ist. Um dieses widersprüchliche Verhältnis zu erfassen, in dem uns das Leben gleichzeitig passiv gegeben ist und wir es gleichzeitig aktiv ergreifen und aktiv leben, lohnt sich ein kurzer Blick auf die Zeitlichkeit der Existenz, auf die ich am Ende meines Vortrags noch einmal zurückkommen werde. Es kommt nämlich, sagt Spinoza, darauf an, in welchem Sinne man von Anfang redet. Wir unterscheiden hierbei Anfang und Beginn. Ein anderes Wort für Anfang ist Ursprung, griechisch Arche. Der Beginn ist auch ein Anfang, aber ein zeitlicher Anfang oder Anfang in der Zeit. Zum Beispiel muss man beim Lesen eines Satzes im Hebräischen von rechts nach links beginnen oder das Fußballspiel beginnt um 16 Uhr. Wir verfügen über den Beginn, aber nicht über den Anfang als Ursprung. Und zwar deshalb nicht, weil der Ursprung nicht in der Zeit ist. Der Ursprung steht in einer Zeit vor der Zeit. Wenn wir etwas beginnen, ist der Anfang schon am Werk. Und nach einem poetisch-biologischen und einem philosophischen Versuch, die Unaufhebbarkeit des Mangels als menschliches Existenzial zu fassen, noch ein Blick aus einer dritten Perspektive. Martin Walser, mein Lieblingsschriftsteller, einer meiner Lieblingsschriftsteller. Martin Walser beschäftigt sich in einem Aufsatz aus dem Jahr 2012 mit der existenziellen Frage nach dem Gerechtfertigtsein des Menschen und tut dies, indem er Friedrich Nietzsches literarisch-philosophischen und Karl Barths dialektisch-theologischen Zugang einander gegenüberstellt, was an sich schon unfassbar ist. Die Frage nach Rechtfertigung, insinuiert Martin Walser, ist durch die Frage, wer hat Recht, verdrängt worden. Er sieht den Grund dafür vor allem in der Vereinnahmung dieser Frage durch die Soziologien der Moderne, aber das lasse ich jetzt mal hier weg. Es sei die Religion, so Walsers Position, die das für eine Gesellschaft so wesentliche Engagement beibringe, die Frage, wie ein Mensch Rechtfertigung erreiche, nicht aussterben zu lassen. Denn diese Frage ist ja nicht beantwortbar, darum muss sie immer wieder gestellt werden. Auch wenn es, sagt Walser, eine eher unglückliche Entwicklung ist, dass Religion etwas geworden ist, was nicht mehr ohne Kirchliches gedacht wird. Wer sich heute, schreibt er, fast instinktiv erhaben fühlt über alles Religiöse, weiß vielleicht nicht, was er verloren hat. Polemisch gesagt, schreibt er, Rechtfertigung ohne Religion wird zur Rechthaberei. Sachlich gesagt, verarmt zum Recht haben. Versteht man wie Walser Religion als eine Ausdrucksart wie jede andere, wie Literatur, Musik,
Malerei, also ihre Texte als Dichtung, als schöne Literatur und nicht, wie er sagt, irrtümlicherweise als Dokument auf dem Weg zur Erklärung der Menschenrechte, dann lässt sich Gott als Ausdrucksfunktion des Weltgeschehens verstehen. Darin wird mehr ahnbar als sichtbar. Der Funke der Verbesserungswürdigkeit ist gleich Mangel der Welt. Also der Funke, der Geschichte heißt oder Zukunft oder Utopie. Einfach, schreibt er, weil wir, was ist und wie es ist, nicht bewegungslos ertragen. Mit Karl Barth und Friedrich Nietzsche hebt Walser die Frage nach der Rechtfertigung in jenes Licht, das die Einsicht in und das Aufbegehren gegen die Unaufhebbarkeit des Mangels als existenziell hell aufleuchten lässt. Was auch immer der Mangel sei, man schreibt und spricht nicht, um ihn zu bestätigen oder ihm Recht zu geben, sondern weil man ihn sich nicht gefallen lassen kann. In Karl Barths dialektischer Theologie lässt sich Gott nur ex negativo bestimmen, also aus dem Mangel heraus, aus dem, was fehlt, nicht aus der Vollkommenheit heraus. Karl Barth schreibt, es kann einer dem anderen etwas sein, freilich nicht, indem er ihm etwas sein will, nicht durch das, was er ist, wohl aber durch das, was er nicht ist, durch seine Armut, durch sein Seufzen und Hoffen, Warten und Eilen, durch alles das in seinem Wesen, was auf ein anderes hinweist, das über seinen Horizont und über seine Kraft geht. Wir müssen, schreibt Martin Walser, Karl Barths Negationsparaden nachtanzen, mit denen er uns erlebbar macht, dass uns etwas fehlt und was uns fehlt. Karl Barths Gott erscheint ihm im Erfahren des Mangels, in der Mangelhaftigkeit der gegenwärtigen Welt. Darum, so Barth, kann man nur ohne Hoffnung auf Hoffnung an ihn hinglauben. In der für erfüllt geglaubten Hoffnung sei Gott nicht anwesend. Glaube sei kein positives Gut, das man hat. Der religiöse Mensch ist der, der erlebt, dass er nichts hat, schreibt Karl Barth. Das wäre, so verstehe ich ihn, seine Mitteilung zur Verankerung und Ausrichtung auf Gültigkeit. Eine ins Dasein gehobene Existenz, die nicht sinnlos ist, weil sie die Einsicht in die unaufhebbare Verbesserungswürdigkeit der Welt nicht abschüttelt und nicht auf sich beruhen lässt. In der Welt des Atheisten hat doch die Lehre keinen Platz, schreibt Walser, der Barth-Verehrer. Lehre gibt es nur dort, wo Gott fehlt und wo er dann durch keinen Ismus ersetzt wird. Eine Welt ohne Lehre ist eine zu arme Welt. Karl Barth, so Walser, muss alle sich einstellen wollende Idylle zerstören mit seinem Generalthema. Wir wissen, dass wir, wenn wir von der Herrlichkeit Gottes reden, eine Zukunft meinen, die nie und nimmer Zeit sein wird. Beide, gemeint sind Barth und Nietzsche, kommen nicht aus ohne Zukunft, die mehr ist als eine auf Vergangenheit und Gegenwart folgende Zeit. Für beide ist der Mensch der Gegenwart ein Grund, eine Zukunft zu schaffen. Keiner von beiden kann ausdrücken, wie diese reale Gegenwart in jene absolute Zukunft überführen soll. Aber beiden ist nichts wichtiger als diese unerreichbare Zukunft. Die Unbeweisbarkeit des Weges, den Karl Barth Satz für Satz erst schaffen muss, um ihn gehen zu können, ist genauso verführerisch wie die Sprech- und Sprachbewegungen Zarathustras, die nichts sind als Sprech- und Sprachbewegungen, schreibt Walser, nämlich Dichtung. Karl Barths Sprache ist nicht weniger Dichtung als die Sprache Nietzsches, aber beide erinnern an eine Zeit, in der es den Unterschied zwischen Dichtung und Religion nicht gab. Soweit meine Anregungen zur Frage der Unaufhebbarkeit des Mangels als existenzielle Grundbedingung. Ich weiß aber noch was, und ich werde es jetzt auch sagen. Wieder die Empfehlung, nicht alles zu sagen, was ich weiß. Du siehst, Ina, ich brauche dich noch. Also ich sag das jetzt noch, das passt zwar nicht zum Weglassen, muss aber zum Verzichten unbedingt noch gesagt werden. Verzicht hat mit Verzeihen zu tun. Verzichten leitet sich etymologisch von Verzeihen ab. Das heute nicht mehr gebräuchliche Wort Zeihen
Erzieh ihm nicht, da kennen wir es noch. Das heute nicht mehr gebräuchliche Wort zeihen bedeutet beschuldigen, bezichtigen, auf jemanden als den Täter hinweisen. Verzeihen folglich, bedeutet folglich ein Vergehen vergeben. Die heutige Bedeutung entsteht im 15. Jahrhundert sich anbahnend aus der rechtssprachlichen Verwendung sich seines Rechtsanspruchs auf Wiedergutmachung verzeihen, also darauf zu verzichten. Einen Anspruch aufgeben bekommt also die Bedeutung, jemandem etwas, das er verschuldet hat, nicht anzurechnen. Die Philosophin Verena Rauen dissertierte 2013 mit einer hochinteressanten Arbeit, die Zeitlichkeit des Verzeihens zur Ethik der Urteilsenthaltung, phänomenologische Untersuchungen. Sie beginnt ihre sehr anspruchsvollen Ausführungen mit den Worten, Verzeihen bedeutet Verzicht. Während der Begriff Vergeben den Wortstamm der Gabe enthält und nahe an den französischen Bezeichnungen Pardon, Don drinnen ist als Gabe und der englischen Bezeichnung Forgiveness, Gift. Also während Vergeben eher mit der Gabe etymologisch zusammenhängt und eher in religiösen Texten verwendet wird, verweist der Begriff Verzeihen in seiner etymologischen Verwandtschaft mit Verzichten nicht wie Vergeben auf die Tilgung von Schuld, sondern ortet bereits mit Hegel das Verzeihen als einen Verzicht auf die Tilgung einer bestehenden Schuld, die sich ganz dezidiert von der Synthese des Verzeihens mit der Versöhnung unterscheidet. Der Verzicht des Verzeihens vollzieht sich nicht positiv in der Ausführung eines Aktes, sondern passiv in der Enthaltung von Urteilen und kann durch normative Moralphilosophie nicht länger dargestellt werden. Die zeitliche Struktur des Verzichts tritt nun in den Vordergrund. Die Zeit des Verzeihens interveniert, schreibt Rauen, in den Schuldzusammenhang von Entstehen und Vergehen. Sie schiebt die Vollstreckung des Urteils über eine Schuld auf. Zudem ermöglicht die Zeit des Verzeihens ethisch Relevantes, da originäres und nicht von einer vorherigen Schuld abhängiges Handeln. Rauen schreibt, besonders deutlich ist das Problem des Verzichts in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geworden, wo der Diskurs des Verzeihens durch die explizit gewordene Aporie des Unverzeihlichen einen Bruch erfährt. Wie soll, so lautet die Frage in der Philosophie nach 1945, angesichts des Unverzeihlichen, das heißt angesichts einer Schuld, die in ihrer Schwere jegliches Mittel ihrer Tilgung transzendiert, überhaupt noch auf die Tilgung von Schuld verzichtet, also verziehen werden. Was bedeutet im Zusammenhang mit vorheriger Schuld das Wiederanfangen oder das Neuanfangen? Wie eine Gegenwart schaffen, in der ethisch Bedeutsames, das heißt von vorheriger Schuld unabhängiges Handeln, überhaupt erst ermöglicht wird? Die Zeitlichkeit des Verzeihens, also ihre Beschreibung als Zeit, nicht als Akt eines schuldökonomisch gedachten Ausgleichs, ist eng verknüpft mit Gedächtnis und Vergessen. Ricoeur fasst das Verzeihen als eine Form des aktiven bzw. selektiven Vergessens auf. Dabei betrifft dieses Vergessen nicht ein zu verzeihendes Ereignis als solches, sondern die Schuld, die auf diesem Ereignis lastet. Es geht also nicht um eine Befreiung von dem Ereignis durch das Vergessen, sondern darum, das Ereignis im Gedächtnis zu bewahren. Das Verzeihen bei Ricoeur ermöglicht so einen Entwurf auf Zukunft, der nicht durch die Schuld des Vergangenen und somit durch einen unendlichen Regress aus Rache und Gegenrache bestimmt ist. Die Funktion des Verzeihens besteht darin, das schuldhafte Ereignis gerade durch das Verzeihen im Gedächtnis zu behalten und einen Zukunftsentwurf zu ermöglichen, der nicht ständig durch dieses Ereignis bestimmt wird. Dabei betont Ricoeur ausdrücklich, dass nur das Opfer berechtigt ist, zu verzeihen und dass der Urheber des Unrechts lediglich um Verzeihung bitten kann. Das Verzeihen dient hier also nicht primär der Wiederherstellung der moralischen Integrität des schuldig gewordenen Individuums, sondern es nimmt seinen Ursprung auch beim Opfer, das durch das Verzeihen sein verletztes Gedächtnis
und damit die Erzählung seiner eigenen Geschichte von der Last der Vergangenheit erleichtern und sich so auf eine Zukunft entwerfen kann. Die Zeitlichkeit des Verzeihens besteht in ihrem Verzicht auf schuldökonomisch begründete Tilgung von Schuld und Enthaltung eines Urteils. Walter Benjamin beschreibt das Verzeihen nicht als einen Akt, sondern als Zeit. Und zwar als eine Zeit, die als ein Aufschub in die Ordnung der Vergeltung interveniert. Apropos Zeit. Meine Zeit ist um. Das passt zur Endlichkeit und Begrenztheit der Conditio Humana und zur Unaufhebbarkeit des Mangels, von dem ich gesprochen habe. Und was man über den Zusammenhang von Verzeihen und Verzichten alles wissen muss, das bleibe ich Ihnen deshalb schuldig. Und schuldig war es zum Verzeihen, dass Sie mir hoffentlich bezüglich dieses Verzichts, den ich Ihnen zumute, entgegenbringen werde. Das war jetzt ein richtiger Purzelbaum von dir, sozusagen. Du hast es gemerkt. Hat nur nach Worten geklungen, war ein Purzelbaum. Falls du, ihr und Sie alle unter dieser bizarren Resonanzlosigkeit während einer Hybridveranstaltung genauso gelitten haben und leiden wie ich, will ich Sie zum Abschied mit den Worten trösten, mit denen ich auch einst, noch lange vor der Pandemie, von einem weisen Mann getröstet wurde, als ich über die nichtende Erfahrung von Resonanzlosigkeit klagte, die mir das Gefühl gab, trotz der Präsenz anderer in einem echolosen Raum verschluckt zu werden. Ich habe ihm mein Leid vorgetragen und mit fragendem Blick abgewartet, was er mir angesichts dieser Echolosigkeit nun raten könne. Er hat mich lange schweigend angeblickt, wissend gelächelt und schließlich gesagt, dann, Frau Nildolzer, ist es an der Zeit, einen Jodelkurs zu besuchen. Damals konnten wir beide noch nicht ahnen, wie wichtig dieser Rat noch werden würde. In diesem Sinn hören Sie nicht auf zu jodeln und bleiben Sie dran, wenn es mit Iris Seidler um 11.45 Uhr heißen wird, verabschieden oder aufbewahren. Berichte aus der Praxis. Ja.